In meiner alkoholfreien Woche hatte ich schon viele Bierstile. Eine Berliner Weiße war allerdings noch nicht dabei. Die kommt auch gar nicht aus Berlin, sondern aus Estland. Welche Brauerei, welches Bier? Wir reden darüber in 6 Sekunden. Ja, wunderbar, dass ihr weiter mit dabei seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und wir gehen so langsam auf das Ende der alkoholfreien Aktion zu. Es ist ja schon ein bisschen mehr geworden als eine Woche, aber es waren dann tatsächlich noch ein paar richtig spannende Biere dabei und ich hoffe, dass das bei dem heutigen Bier auch nicht anders ist. Wir gucken nach Berlin, zumindest namenstechnisch und stiltechnisch, denn wir haben es zu tun mit dem Prenzlauer Null alkoholfrei. Und das Ganze ist eine Berliner Weiße und kommt von Pöyala Brewing und ist eine Berliner Weiße mit Himbeeren und da sind auch Himbeeren drin, da ist Laktose drin, da ist Maltodextrin drin, also wahrscheinlich die Hardcore-Berliner Weiße-Fans werden jetzt sagen, na, da sind aber ein paar Sachen drin, die gehören da nicht so rein. Hopfenseitig finde ich auch sehr spannend, Hüllmelon und Hallertauer Blanc, also da wird auch, glaube ich, nochmal so das ein oder andere Aroma-Nuancien sich bemühen müssen. Und Wassergerstenmalz und Hafer sind da reingekommen. Auch da, glaube ich, sind wir eher Berliner Weiße Style unterwegs. Das Ganze kommt mit 0,5 Volumenprozent Alkohol daher. Zumindest steht es hier draußen so gerade drauf. Das finde ich insofern sehr spannend. Was haben wir denn noch zu bieten? Ich glaube, das war es so an der Stelle. Dann bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes, als dieses Bier aufzureißen und mich nicht weiter über die Bilder auf dem Etikett zu wundern. Aber wahrscheinlich sind es Impressionen aus Berlin. So, und wenn Himbeere drin ist, dann ist auch farblich natürlich Himbeere angesagt. Und insofern kommt das Prenzlauer Null mit einer schönen, tief dunklen, pinken Farbe an den Start, hat eine schöne gleichmäßige Trübung, vor allen Dingen ein kleiner weißer Schaum, der sich schön ans Glas hängen lässt, aber auch gleichzeitig dazu neigt, glaube ich, sich dann auch zu verschüssen. In der Nase, heuiuiui, kräftige Himbeere, Zitrus, ich würde jetzt auch mal sagen, eine ordentliche Portion der Laktose und so eine leichte, malzige, getreidige Note. Aber ich würde sagen, die Himbeere und auch die Süße, die überwiegt hier dann doch eindeutig. Aber sehr zum Wohl. Cheers! Es ist relativ dünn im Antrunk. Man merkt die Himbeere, man merkt die Zitrone. Zitrusfruchtig. Leicht getreidig. Auch die Laktose, die jetzt vermutlich im Vergleich zu anderen Sauerbieren noch ein bisschen kräftiger dasteht, weil eben da so wenig Wegbalancierendes in der Nähe ist. Leicht säuerlich. Es ist, das muss man jetzt, glaube ich, einfach so sagen, es ist ziemlich dünn und wässrig. Das ist jetzt keine große Werbung für die Brauerei und auch vielleicht den Bierstil Berliner Weiße. Es hat so eine leichte salzige Note noch dabei. Der Hafer versucht dann auch noch dem Ganzen ein bisschen Körper zu geben, aber puh, also das ist hier bei dem Bier ja echt schwierig. Ein entsprechend, ich nenne es mal noch schlanken Körper, aber das ist schon echt unteres Ende. Eine vergleichsweise spritzige Kohlensäure, glatte Textur. Was man dem Bier nicht absprechen kann, ist, dass es erfrischend wäre. Oder dass es nicht erfrischend wäre. Also das ist wirklich ein richtig guter Durstlöscher. Es bleibt so ein bisschen das Bierige auf der Strecke. Das hatten wir ja schon mal bei einem anderen Bier der Tage gehabt, wo es jetzt vielleicht nicht primär das Sauerbier war. Aber also auch hier da, was ein Erfrischungsgetränk ist, ist auf jeden Fall. Die Frage ist, muss ich dann sowas haben? Auch im Nachtrunk relativ dünn, relativ wässrig. Himbeere bleibt da, ein bisschen Süße kommt durch, aber insgesamt ist das doch auch eine dann im Nachdruck etwas trocken werdendere Angelegenheit und letztendlich geht da dann auch noch ein bisschen Süße verloren im Vergleich zum Trunk. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
ist okay, aber mehr ist es dann auch nicht. Und deshalb gibt es für das Pöala aus Tallinn in Estland das Prenzlauer Null alkoholfrei Berliner Weiße mit Himbeere von Probiert TV. Gibt es dafür 2,5 Punkte für das Prenzlauer Null, das alkoholfreie oder die alkoholfreie Berliner Weiße aus Tallinn. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Von eurer Seite könnt ihr noch ein Abo nachlösen, wenn ihr noch keins habt. Da unten ist die Gelegenheit dazu. Und wir sehen uns morgen dann vermutlich mit dem letzten alkoholfreien Bier dieser Aktion. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.